Das Tor der Illusion. Seki wacht in seinem neuen Zimmer auf und schaut aus seinem Fenster. Er musste lange geschlafen haben, da die Sonne bereits wieder in das Zimmer schien und es somit früh am Morgen gewesen sein musste. Er stand auf und überlegte, ob er sich auf die Suche nach Lombus machen sollte, doch er erinnerte sich daran, dass dieser ihn aufgetragen hatte, hier im Zimmer zu warten. Als er an die Tür schaute, stellte er fest, dass ein Zettel an ihr befestigt war. Er nahm ihn ab und las ihn durch. An Seki von Lombus. Ich habe mit dem Erzkanzler gesprochen. Er erlaubt dir, hier an unserer Universität zu bleiben. Auch darfst du dich in den Studien der Illusionen widmen. Das ist alles natürlich vorerst nur auf Probe. Wenn du dich aber ordentlich anstellst und keinen Ärger machst, wäre der Erzkanzler auch bereit, dich bei uns dauerhaft aufzunehmen. Falls du mich suchst, ich bin in meinem Raum, der in der dritten Etage liegt. Mein Name steht draußen dran. Seki verstaute den Zettel in einer seiner Taschen und ging anschließend zur Tür hinaus, in die Eingangshalle und von dort nahm er die doppelte Wendeltreppe, die zur dritten Etage führte. Als er die Tür oberhalb der Treppe öffnete, sah er eine große Halle mit einem Rednerpult und vielen Sitzbänken. Er wandte sich rechts und ging an den Bänken vorbei und fand schließlich einen Gang, in dem sich viele Türen befanden. Auf jeder von ihnen stand ein Name. Endlich fand er die Tür, an der Lombus stand. Er klopfte höflich an und trat ein. Der Raum sah fast wie Sekis Zimmer aus, nur dass er fast doppelt so groß war und in den Schränken lauter Bücher standen. Lombus saß auf einem Stuhl vor dem Tisch und drehte sich um. Hallo Seki, mach die Tür bitte hinter dir zu. Seki schloss daraufhin die Tür. Bist du auch endlich wach? Ich dachte, du würdest gar nicht mehr aufwachen. Meckern alle Illusionisten so oft wie du? Nein, ich bin die Ausnahme. Lombus grinste. Sei nicht so frech, viele könnten das falsch verstehen. Also freust du dich, dass der Erzkanzler bereit ist, dich zu akzeptieren? Seki schaute nachdenklich nach, unten und tippte mit seinem Fuß auf den Boden. Ich weiß es nicht. Junge, wo sonst wolltest du hin? In Geldnot wird man nach uns suchen und die anderen Städte sind viel zu weit entfernt. Du solltest dankbar sein, dass du hier sein kannst. Viele würden dich darum beneiden. Du hast sicher recht. Es ist nur, eigentlich gehöre ich hier nicht her. Ich war mein Leben lang in der Shadow-Gilde. Lombus stand auf und legte Seki seine Hand auf die Schulter. Wenn Situationen sich ändern, ändern sich auch Menschen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil die neue Situation sie dazu zwingt. Weil die alte Situation verdrängt wird und in die Vergessenheit verschwindet. Und sollten wir in die Vergessenheit verschwinden, nur um uns nicht ändern zu müssen? Seki schaute Lombus tief an. Er war beeindruckt, wie sehr Lombus doch recht hatte. Er hatte keine Wahl, er musste hierher. Nur weil er jetzt hier ist, heißt das noch lange nicht, dass er später nicht wieder in seine Heimat zurückkehren kann. Du brauchst nicht zu antworten, unterbrach Lombus Sekis Gedankengänge. Es war eine rein rhetorische Frage. Was bedeutet rhetorisch fragen? Nun, es bedeutet, dass der Gesprächspartner nicht zu antworten braucht. Diese Frage dient lediglich dazu, jemanden eine Sache bewusst zu machen, indem man ihn dazu bringt, über diese Frage nachzudenken. Ach so! Es wurde kurz still in dem Raum. Dann fing Lombus das Gespräch wieder an. Du wirst also hier bleiben. Vorerst darfst du allerdings nur die Räumlichkeiten bis zum dritten Stock benutzen. Daran musst du dich streng halten. Es ist wichtig. Okay, aber warum nur gerade bis zum dritten Stock? Nun, in den ersten Stock befinden sich ausschließlich nur Zimmer der Lehrlinge, wo du ja auch Quartier bezogen hast. In der Bibliothek der zweiten Etage findest du einige lehrreiche Werke, die du zum Studium auch brauchen wirst. Und in der dritten Etage findest du, wie du bereits weißt, den Hörsaal, beziehungsweise Unterrichtsraum, zu dem du auch Zugang haben musst. Die höheren Etagen darfst du vorerst nicht betreten. Kein Neuling darf dies, weil es sonst unser Vertrauen erwerben muss. Denn in den höheren Etagen gibt es einige wichtige Sachen, die geheim bleiben sollten. Wenn ich dich da erwische, werfe ich dich sofort hier raus und lösche dein Gedächtnis. Hast du verstanden? Seki nickte. Lombus wirkte zwar immer streng und verärgert, aber diesmal schien er es sehr ernst zu meinen, weshalb Seki lieber schwieg. Gut, soweit dazu. Ansonsten läuft es hier eigentlich sehr gemütlich ab. Wenn du die Treppe zum dritten Stock heraufkommst, findest du einen Plan, wann es im Hörsaal stattfindet. Du kannst zu jedem Termin kommen, musst es aber nicht. Auch steht es dir frei, dir Bücher in die Bibliothek auszuleihen. Nachmittags bis abends findest du mich normalerweise im Hörsaal. Momentan muss ich die Lehrlinge betreuen. Der Erzkanzler hat es mir gestern aufgetragen, da er alle Leute für eine wichtige Sache braucht. Wenn du also Hilfe bei einem Zauber brauchst, kannst du gerne vorbeikommen. Ich rate dir, viel zu lernen. Wer weiß, wie lange du hier bleiben kannst. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich habe nämlich auch noch einiges zu tun. Ja, warum habe ich bis jetzt noch keine Lehrlinge gesehen?
Ganz einfach. Wir Illusionisten sind nicht gerade Frühaufsteher. Ich bin bloß wach, weil meine biologische Uhr noch nach der Verliesmanier tickt. Seki verstand den letzten Satz nicht, nahm ihn aber hin. Ich hätte noch eine Frage. Seki schaute besorgt. Ihr wisst, weswegen ich im Verlies war. Er wurde kurz ruhig. Nur weiter, mein Junge. Was bedrückt dich? Er sah ihn mit einem Blick an, der die Geborgenheit eines Vaters vermittelte. Madame Pöpö, es war meine Aufgabe, sie zu schützen. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Warum? Die Vergangenheit heißt so, weil sie vergangen ist. Ob du weißt, wie es ihr geht oder nicht, was macht dies für einen Unterschied? Einen wesentlichen. Ihr versteht das nicht. Sie sollte getötet werden und ich hatte das zu verhindern. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich habe mir gedacht, dass dir dies Sorgen bereiten würde. Und ich kann dich beruhigen. Ihr geht es bestens. Der Attentäter ist geflohen und seither nicht wieder aufgetaucht. Woher wisst ihr das? Lombus grinste spöttisch. Weißt du, wir Illusionisten haben da die eine oder andere Methode. Vertrau mir, es geht ihr so gut wie eh und je. Du hast deinen Auftrag erfolgreich ausgeführt. Seki wurde nachdenklich. Konnte Lombus die Wahrheit sagen? Sicher, er war ein Illusionist und konnte zaubern. Doch war seine Magie so mächtig, dass er über so weite Entfernungen sehen konnte? Seki fand keine Antwort, doch er wusste, dass er keine Alternative hatte und akzeptierte Lombus' Worte. Okay, dann werde ich mich jetzt etwas umschauen. Lombus nickte und Seki verließ das Zimmer. Er ging zurück zum Hörsaal und las sich die Schautafel durch. Heute Abend Grundlagen der einfachen Telekinese, morgen Bingo. Seki wusste weder etwas mit dem Begriff Telekinese noch etwas mit Bingo anzufangen. Doch er entschied für sich, heute Abend in den Hörsaal zu setzen. Doch bis dahin hatte er noch über 10 Stunden Zeit. Er beschloss sich, die Gilde näher anzuschauen und verließ den Hörsaal Richtung Eingangshalle. Ging über den langen Gang an seinem Quartier vorbei und die Treppe hinauf in die kleine Bibliothek, wie sie Lombus nannte. Für Seki war die Bibliothek jedoch alles andere als klein. Der Raum maß etwa 20 x 30 Meter und war durch einen Gang mit der anderen kleinen Bibliothek verbunden, die sich auf der anderen Seite befand und ebenso groß schien. Es gab einen etwa 3 Meter breiten Hauptgang, der zahlreiche, schmalere Nebengänge aufwies, die durch etwa 3 Meter hohe Bücherregale getrennt waren. Etwa im Zentrum des Raumes befand sich eine Theke, an der ein junger Zauberer saß, der mit einer etwa faustgroßen blauen Kugel zu spielen schien, die jedoch in verschiedenen Blautönen schimmerte. Die Luft war trocken und ihr Geruch erinnerte Seki an den leicht modrigen Gespank, der auch in der dunklen Adeptenbibliothek der Shadow-Gilde vorherrschte. Doch das war auch das Einzige, was die beiden Bibliotheken miteinander gemeinsam hatten. Noch nie hatte Seki eine so riesige Bibliothek gesehen, und Lombus' Aussage, dass dies die kleine Bibliothek sei und es somit noch eine große geben muss, versetzte Seki in Staunen. Er stand etwa 2 Minuten regungslos im Raum, ehe er sich wieder gefasst hatte und zu der Theke ging und den jungen Illusionisten ansprach, der immer noch die Kugel zwischen seinen Händen hin und her gehen ließ. »Guten Tag, mein Name ist Seki, was tut ihr hier?« Der Illusionist machte sich nicht die Mühe, die Kugel abzulegen, aber er schaute Seki wenigstens an. »Wer seid ihr?« »Das sagte ich euch doch gerade. Ich bin Seki.« »Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich wollte nicht wissen, wie euer Name lautet, sondern wer ihr seid. Ihr tragt keine Illusionskleidung, aber was seid ihr dann? Und wie kommt ihr hierher?« »Das ist eine lange Geschichte. Lombus brachte mich her und der Erzkanzler nahm mich hier auf seinen Bitten hin auf. Es ist mein erster Tag hier, verzeiht, wenn ich mich noch etwas ungeübt ausdrücke. Ich bin einen anderen Umgangston gewohnt.« Seki hoffte, dass er damit die Zweifel des Mannes beseitigen würde. Doch er sah auch ein, dass dieser ziemlich überrascht war. Kein Wunder, wenn Seki der erste Nicht-Illusionist seit langem ist, der diese Räume zu Gesicht bekam. Bei diesen Gedanken musste Seki daran denken, dass er Lombus eigentlich sehr dankbar sein sollte. Ohne ihn wäre er jetzt bestimmt tot. In den Augen des jungen Illusionisten sah Seki die Zweifel weichen und Vertrauen einkehren, als er schließlich sprach: »Das erklärt einiges. Verzeiht, wenn ich etwas zweifle. Wir bekommen nur äußerst selten Besuch, um genau zu sein, nie.« »Kein Problem. Sagt, was ist das?« Seki deutete auf die Kugel. »Das hier?« Seki grinste innerlich. Am liebsten hätte er jetzt gesagt, nein, die andere unsichtbare Kugel direkt hinter euch. Aber er riss sich zusammen und antwortete, ja. »Nun, für einen Nicht-Illusionisten ist das wohl kaum zu verstehen sein.« »Versucht es mir doch zu erklären. Ich bin schließlich hier, um zu lernen.« »Na gut, hört gut zu. Ich erkläre es nur einmal. Ich habe mich darauf spezialisiert, Zauber in solche Kugeln zu bannen. Das hier, zum Beispiel, ist ein sehr mächtiger Zauberspruch. Er lässt einen starken Wasserstrahl entstehen, der sich gegen einen Feind richtet. Ich habe fast 4 Wochen gebraucht, um diese Kugel herzustellen. Es ist sehr anstrengend,
einen voluminösen Zauber in ein so kleines Ding zu verpacken. Und wie wird der Zauber dann ausgelöst? Das ist einfach. Man wirft die Kugel zu dem Feind. Dieser geht durch den Aufwahl kaputt und er setzt den Zauber frei. Und wie erkennt sie, dass die Person vor ihr das Ziel ist? Naja, das ist ein kleines Problem, das ich leider noch nicht lösen konnte. Der Zauber trifft aber nicht zwangsweise einen Feind, sondern, nun, die nächststehende Person. Es ist knifflig, einen Zauber, den man ohne Ziel spricht, in eine Kugel zu bannen, ohne dass er seine Effektivität verliert. Und noch schwerer ist es, wenn man versucht, ihn für ein auch nicht existentes Ziel zu sprechen. Ich denke, ich habe es in etwa verstanden. Habt ihr das? Soweit es geht, ja. Sagt, Lumpus meinte, ich sollte viel lernen und in der Bibliothek würde ich einiges interessante Sachen finden. Könnt ihr mir ein Lehrbuch empfehlen? Es gibt tausende und alle sind gut. Ihr müsst euch selbst entscheiden. Ich werde euch jetzt aber erklären, wie die Bücher geordnet sind. Er räusperte sich. Auf dieser Seite der Bibliothek findet ihr Lehrbücher. Sicher habt ihr bemerkt, dass an den Regalen Buchstaben angebracht sind. Diese geben Aufschluss über die Werke, die ihr findet. Im ersten Regal AA zum Beispiel findet ihr alles zu den Grundlagen der Illusionsmagie. Da ihr noch neu seid, solltet ihr euch zuerst dort umschauen. Ich empfehle euch das Werk Illusionsmagie. Warum Zauber nicht tricksen? Ich weiß, es hört sich an wie ein Schundroman, aber es erklärt die Grundlagen eigentlich recht anschaulich. Dann werde ich mir dieses Buch als erstes ausleihen. Gut, ich gebe dir noch einen Indexzettel mit. Auf ihn kannst du erkennen, welche Buchstaben zu welchen Themengebieten zugeordnet sind. Dadurch kannst du dich schneller und besser orientieren. Und es hat noch einen anderen Effekt. Und dieser wäre? Es schont die Nerven des Bibliothekars. Wir müssen dieses System einführen, da jeder Bibliothekar schon nach einer Weile die Nerven verloren hätte. Es ist unerträglich, wenn alle paar Minuten jeder danach fragt, wo sich welches Buch befindet. Gut, dass diese Zeiten vorüber sind. Er nickte erleichtert mit dem Kopf, legte die Kugel zur Seite und zog aus einem Schubfach ein Blatt hervor und gab es Seki. Das ist der Indexzettel. Wenn du etwas suchst, schaue zuerst darauf, ehe du mich fragst. Ja. Gebt ihr mir jetzt das Buch? Verwechselt ihr mich mit einem Zimmermädchen? Ihr müsst euch das Buch schon selbst holen. Ich schreibe es nur auf euch aus. Seki lautet euer Name, richtig? Ja. Der Bibliothekar schrieb auf einer langen Schriftrolle Sekis Namen und den Titel ein und wandte sich danach ihm wieder zu. Gut, ihr findet das Buch im Regal AA. Es steht gleich ganz oben rechts. Es ist sehr leicht zu finden. Seki nickte dankend und lief den Gang zurück zum ersten Regal und bog in den Nebengang hinein. Sein Blick ging nach oben und ihm fiel gleich das Buch ins Auge, da es etwas hervorstand und einen grünen Einband hatte. Das war in der Hinsicht auffällig, da die übrigen Werke vorwiegend in Braun eingebunden waren. Er nahm das Buch und vergewisserte sich, dass es das Richtige war und ging anschließend in sein Zimmer zurück. Dort angekommen legte er sich in das Bett und begann zu lesen. Die Zeit verging und der Mittag war schon längst vergangen, ehe er das Buch durchgelesen hatte. Seine Augen schmerzten. Er war es nicht gewohnt, so viel zu lesen, obwohl er einer der wenigen Adepten der Shadow-Gilde war, die sich sogar mal in der Adeptenbibliothek Werke ausliehen. Er legte sich in sein Bett und ließ sich noch einmal die wichtigsten Stellen durch seinen Kopf gehen. Die Essenz der Anwendung der Magie besteht darin, die elementaren Moleküle mittels Konzentration und Imagination zu einer geformten Gesamtheit zu verschmelzen, was wir Zauber nennen. Die Worte, die am Ende eines jeden Zaubers gesprochen werden, dienen der akustischen Selbstbestätigung des Anwenders und vermitteln Umstehenden mit Sachkenntnis die Art und Intensität des Zaubers. Rein theoretisch kann jeder Zauber auch wortlos ausgesprochen werden. Doch dies ist unratsam, da die Gefahr besteht, dass der Zaubernde sich in einer eigenen Konzentration und Imagination verliert und nicht wieder zurückfindet. Tritt dieser Fall ein, verschwindet der Anwender und wird selbst zu elementaren Molekülen, da eine Umkehrreaktion erfolgt. Aus diesem Grund sollte jeder Zauberer einen Spruch anwenden, weshalb nicht weiter von dem Begriff Zauber, sondern Zauberspruch zu reden ist. Die Tatsache, dass der Anwender Dinge formt, die er nicht sieht, mit Sachen, die immateriell sind, hat zur Folge, dass er eine große Konzentration und Intelligenz aufweisen muss, um einen Zauberspruch bis zum Ende zu sprechen. Dies ist auch der Grund, weshalb Zauberer, entgegen der allgemeinen Auffassung, nicht beliebig viele Zaubersprüche am Stück sprechen können, sondern sich selbst stetig beobachten müssen, um sich nicht selbst zu gefährden. Das erste Anzeichen für die Erschöpfung eines Zauberers sind stechende Kopfschmerzen, die im weiteren Verlauf heftiger werden. Später folgt Schwindel, der das heftigste Warnzeichen des Körpers ist. Sollte dieser Punkt erreicht sein, ist es unabdingbar, mit den Zaubern aufzuhören, bis die Symptome abklingen. Versuche, diese Erscheinung mittels Medikamenten zu bekämpfen,
brachten zwar das Ergebnis hervor, dass die Symptome aufhörten, doch die Auflösung in elementare Moleküle konnte dadurch nicht aufgehoben werden. Diese Gefahren sollte jeder Zauberer deutlich kennen und nie vergessen. Seki schüttelte kurz den Kopf. Er hätte nie gedacht, dass Zauberei so gefährlich sein konnte. Er richtete sich auf und blickte aus dem Fenster. Er sah die karge Landschaft des Brachlands, an dessen Horizont sich die Sonne langsam zum Schlafen legen wollte. In etwa 20 Minuten würde sie wohl endgültig untergegangen sein. Seki erinnerte sich, dass im Hörsaal heute ein Referat zum Thema Telekinese stattfinden soll. Er stand auf und ging in den noch völlig leeren Hörsaal. Auf dem Weg dorthin begegnete ihm zwei Illusionisten auf den Gang. Er grüßte sie freundlich, doch sie erwiderten den Gruß nicht, sondern schauten ihn verblüfft an. Zuerst wunderte sich Seki über diese Unfreundlichkeit, doch gleich darauf fiel ihm ein, dass er als Shadow mit seinen dunklen Sachen etwa so zu den Illusionisten passte wie ein bunter Hund in ein Gehege voller weißer Kaninchen. Als er im Hörsaal ankam, sah er Lombus hinter dem Rednerpult stehen. Ansonsten war der Saal völlig leer, weshalb Seki direkt auf Lombus zuging und mit ihm sprach. »Lombus, ich bin wegen des Referats gekommen. Wann fängt es denn an?« »Es wird noch einige Zeit dauern. Ich werde noch ein wenig warten. Du bist etwas früh. Meist beginnen die Referate erst kurz nach Sonnenuntergang.« »Das wusste ich nicht.« »Natürlich nicht. Woher auch?« Lombus zog ein verdutztes Gesicht und schüttelte leicht mit seinem Kopf. »Wenn du schon einmal hier bist, Seki, können wir auch etwas miteinander reden. Dann vergeht die Zeit schneller. Zumindest fühlt es sich so an. Also, wie ist dein erster Eindruck von unserer Universität?« »Naja, die Bibliothek ist schon ziemlich beeindruckend. Ich habe auch den Bibliothekar getroffen. Er ist doch ziemlich unhöflich. Auch sind mir vorhin zwei Illusionisten begegnet, als ich hier zum Hörsaal lief. Ich habe sie ganz höflich gegrüßt, aber sie haben mir keine Beachtung geschenkt. Sind hier alle so unfreundlich?« »Bist du Unfreundlichkeit nicht aus deiner Shadow-Gilde gewohnt?« »Ehrlich gesagt, nein. Meine Meister waren zwar immer sehr streng gewesen, aber nie unfreundlich.« Lombus schaute verwundert. Er war erstaunt über diese Aussage, da er von Dieben und Attentätern nicht gerade Höflichkeit erwartet hätte. »Nun, hier ist es etwas anders. Du solltest es ihnen nicht übel nehmen. Wir Illusionisten verbringen den ganzen Tag mit Lernen und Lesen. Und statt draußen die Sonne zu genießen, statt die Wellen des Wassers zu beobachten und uns an dem Duft der Natur zu erfreuen, sitzen wir hier über verstaubten Werken, in engständigen Räumen. Das tötet jede Form der Freundlichkeit, verstehst du?« Seki dachte nach und schaute Lombus ungläubig an. »Nein, überhaupt nicht. Wir Shadow haben es auch schwer. Abends können wir nicht den schönen Sternhimmel betrachten, sondern müssen in den dunklen, bedrohlichen Wald fliehen. Wir haben keine Zeit, den Verlauf der Sterne zu beobachten, sondern müssen unseren nächsten Schritt genau planen, da jeder Fehler tödlich sein kann. Doch trotzdem verlieren wir unsere Freundlichkeit nicht.« »Ich frage mich doch ernsthaft, wie freundlich es ein Mensch findet, wenn jemand ihn von hinten ein Dolch in den Rücken rammt.« Lombus grinste. »Das kann man nicht vergleichen, es... Lasst uns das Thema wechseln. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren.« »Ich verstehe.« Lombus Grinsen wurde breiter, doch er unterdrückte es schließlich. »Worüber willst du denn reden?« Ist Zauberei wirklich so gefährlich? Ich habe ein Buch gelesen, das mir der Bibliothekar empfohlen hat.« »Ah, ich weiß welches. Ja, es ist tatsächlich so gefährlich. Aber du brauchst dich nicht zu sorgen. Solange du vernünftig bist und dich nicht überschätzt, wird dir nichts geschehen.« Er blickte an Seki vorbei. »Ich sehe gerade, da kommen einige andere Schüler. Vielleicht setzt du dich schon mal. Das Referat wird gleich anfangen. Die Sonne ist schon fast gesunken.« Seki schaute zu den langen, großen Fenstern links von ihm. Es wurde tatsächlich dunkel, aber der Hörsaal schien genauso hell zu sein wie eh und je. Er wendete sich wieder an Lombus und sprach, »Wieso wird es hier nicht dunkel, obwohl die Sonne sinkt? Ich kann nirgends Fackeln oder Lichter sehen.« »Nun, das ist eine Verzauberung. Sie bewirkt, dass im Hörsaal immer Tag ist, sofern man keinen gegensätzlichen Zauber spricht, der zum Beispiel für Dunkelheit sorgt.« »Wo ist der Unterschied zwischen Zauber und Verzauberung?« Der Saal füllte sich langsam. Es waren mittlerweile etwa ein Dutzend Illusionisten anwesend, die sich in ihren eigenen Gesprächen vertieft hatten. »Das ist gar nicht so leicht zu erklären.« Lombus strich sich über die Stirn. »Weißt du, eine Verzauberung ist permanent und wirkt stetig, solange man sie nicht aufhebt, während ein Zauber nur einen einmaligen Effekt hat, der danach wieder verschwindet. Aber seine Auswirkungen bleiben bestehen. Wenn ich zum Beispiel einen Zauber spreche würde, der dich einschliffen lässt, so würdest du irgendwann wieder aufwachen. Würde ich eine Verzauberung mit demselben Effekt auf dich sprechen, so würdest du nie wieder aufwachen, bis dich jemand von der Verzauberung erlöst.« Lombus holte kurz Duft. »Jetzt setz dich endlich hin. Ich muss hier gleich ein Referat halten.« Seki drehte sich um und schaute verärgert. Er mochte diese Unhöflichkeit nicht.
Es war ihm ein Gräuel. Dennoch setzte er sich in die erste Reihe, um Lombos Ausführungen lauschen zu können. Nach etwa 10 Minuten war der Saal fast voll und Lombos begann zu sprechen. Darf ich um Ruhe bitten? Nach einigen Sekunden verstummte das Gebrabbel der Illusionisten, das bis dato vorherrschte. Danke. Ich möchte euch heute etwas über Telekinese erzählen. Es leitet sich aus dem Latschweinischen ab und setzt sich aus den Worten Tele, was Entfernung bedeutet, und Kinese ab, was Bewegung bedeutet. Unter Telekinese verstehen wir folgerichtig eine entfernte Bewegung, die durch den Magieranwender ausgelöst wird. Dies sieht in etwa so aus. Er hob die Hand und zeigte auf ein Buch, das hinter den Sitzbänken nahe dem Gang lag, und sprach: Telekinese. Sofort darauf hob sich das Buch und flog in seine Hand. Auf diese Art und Weise sind wir in der Lage, auch entfernte Objekte zu uns zu holen oder nahe Objekte weit von uns wegzubringen. Um dies zu vollbringen, ist es nötig, sich auf den Gegenstand zu konzentrieren und in der mentalen Vorstellung das Buch mit bzw. in den Gedanken zu heben. Ihr habt eine Frage? Lombus deutete auf einen Schüler in der dritten Reihe, der die Hand gehoben hatte. Dieser stand auf und sprach: Ja, wie weit wirkt dieser Zauber? Ah, eine gute Frage. Nun, wie weit dieser Zauber wirkt, hängt ganz von dem Anwender ab. Theoretisch gibt es keine Grenzen, weshalb wir sogar einen Berg auf der anderen Seite der Welt bewegen könnten. Das Problem jedoch hierbei ist, dass je weiter ein Zauberspruch reicht und je schwieriger das Ziel ist, wir mehr Konzentration aufwenden müssen. Es ist denkbar schwer, einen Gegenstand am anderen Ende der Welt zu bewegen, da wir unsere Gedanken nur auf ihn fixieren dürfen und jede Störung zwischen dem Anwender und dem Ziel verfälscht den Zauber. Seki meldete sich und kam dran. Wodurch können diese Zauber verfälscht werden? Interne Verfälschung verursacht der Zauber, indem er seine Gedanken nicht auf das Ziel fixieren kann. Durch viel Übung lässt sich dieses Problem leicht beheben, aber die externen Verfälschungen, die den Zauberspruch auf dem Weg zum Ziel treffen, lassen sich nur schwer umgehen. Solche Verfälschungen haben vielfältige Möglichkeiten. Ein Magnetfeld von einem Berg, Gedanken oder Zaubersprüche eines anderen Magiers, unerwartete Hindernisse, all das verfälscht den Zauber und lässt ihn fehlgehen. Lombus hielt etwa für 10 Sekunden inne. Gut, wenn dann bis hierher keine weiteren Fragen sind, fahre ich nun mit meinen Ausführungen fort. Sicherlich habt ihr bereits bemerkt, dass auf jedem Platz ein Stift liegt. Versucht diesen zu bewegen und denkt daran, dass es einfacher wird, wenn ihr ihnen möglichst nahe kommt. Sammelt eure gesamte Aufmerksamkeit und schenkt sie dem Stift. Stellt euch vor, wie ihr schwebt und sprecht anschließend Telekinesis aus. Habt ihr alles richtig gemacht, wird der Stift dieselbe Bewegung machen wie in eurer Vorstellung. Am besten versucht ihr, den Stift in eure Hand zu bringen. Dies sollte die einfachste Übung sein. Die nächste Stunde verging damit, dass die Schüler den Zauber übten. Lombus erinnerte sie immer daran, dass sie, falls sie Kopfschmerzen empfinden sollten, sich eine Ruhepause gönnen. Da dieser Zauber jedoch einer der einfachsten überhaupt ist und verhältnismäßig wenig Konzentration erfordert, kam es nicht dazu. Seki bemühte sich am Anfang sehr, schaffte es jedoch nicht, den Stift zu bewegen. Doch nach einer Viertelstunde vermachte auch er es, den Stift in seine Hand zu bekommen. Er fand auch heraus, dass es nicht reicht, sich einfach auf den Zauber zu konzentrieren, sondern dass er auch den Rest seines Geistes für den Moment abschalten musste. Am Ende des Referats hatte Seki bereits so viel Erfahrung mit dem Zauber gesammelt, dass er den Stift um seinen ganzen Körper bewegen konnte. Jedoch seine Versuche, den Stift über eine weite Entfernung zu bewegen, schlugen fehl. Er schaffte es nie weiter, bis als über die Plätze seiner Nachbarn, was einer Distanz von etwa 2 Metern entspricht. Zum Schluss wies Lombus noch darauf hin, dass jeder, der eine Frage hätte, gerne zu ihm kommen könnte. Doch diese Aussage schien nicht auf eine Art von Freundlichkeit, sondern eher auf einer Pflicht zu basieren. Seki war dies egal und er ging sofort, nachdem die anderen Schüler den Hörsaal verlassen hatten, zu Lombus. Ich hätte 2 Fragen. Das habe ich fast erwartet. Dann frag mich. Ich würde zuerst gerne wissen, ob ich besser werde, wenn ich den Zauber öfter übe. Aber ja, jede Erfahrung verbessert dich in den entsprechenden Dingen. Du wirst dich besser konzentrieren können und den Zauber besser ausführen, wenn du ihn öfter übst. Und was ist deine zweite Frage? Morgen steht Bingo auf dem Plan für den Hörsaal. Was ist das? Eine Art Glücksspiel, das monatlich stattfindet. Meistens kommen alle Schüler, da sie keinen Eintritt zahlen müssen, aber es etwas zu gewinnen gibt. Und wie funktioniert das? Jeder Teilnehmer bekommt einen Zettel mit 25 Zahlen von 1 bis 100 drauf. Anschließend werden ein paar Nummern aufgesagt. Hast du die genannten Nummern, so kannst du das entsprechende Feld wegkreuzen. Sobald keiner mehr eine Zahl zum Wegkreuzen hat, ist das Spiel zu Ende. Gewonnen hat dann der Glückspilz,
auf dessen Zettel alle Zahlen durchgestrichen sind. Kommst du auch? Seki dachte nach. Es gab etwas zu gewinnen, aber die Aussicht, den neuen Zauber zu üben, war weitaus lukrativer. Außerdem empfand er es als ein dummes Spiel, denn es bot ihm keine Herausforderung. Nein, ich werde mich mit der Magie beschäftigen. Lombus grinste freundlich. Ich wäre froh, wären alle Schüler so interessiert und lernwillig wie du. Danke! Seki wurde leicht rot im Gesicht. War da gerade etwas Freundlichkeit in Lombus Stimme zu hören? Ich gehe jetzt zu Bett, Lombus, wenn ihr nichts weiter dagegen habt. Du brauchst mich nicht zu fragen. Geh ins Bett, wenn du willst. Gute Nacht. Seki nickte dankend und drehte sich um und ging in sein Zimmer und legte sich ins Bett. Er war wirklich müde. Das Konzentrieren war doch anstrengender, als er erwartet hätte. Er erinnerte sich an den vergangenen Tag und schlief schließlich vor Müdigkeit ein.